Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cuphead. Ich habe ganz klammheimlich hier auf Mugman gewechselt. Ihr seht es vielleicht auch schon. Also wir spielen als die kleine blaue Tasse, der Bruder von Cuphead. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ganz witzig, wenn man den Charakter zwischendurch einfach mal tauscht, damit ihr eben beide seht. Ich habe im Optionsmenü jetzt keinen Hinweis darauf hingefunden, dass sich der irgendwie anders spielt oder dass der ein anderes Moveset hat oder so. Und von daher denke ich, ist das wirklich eine rein optische Geschichte. Falls es doch einen Unterschied gibt, habe ich ihn nicht gefunden. Wenn ihr ihn wisst, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Eine Sache wollte ich noch machen, bevor wir hier in den Level gehen. Und zwar wechsle ich einmal meine Waffe auf diese starke Waffe. Denn ich könnte mir vorstellen, dass die hier durchaus etwas nützlicher ist in dem Level. Einfach weil diese Kartätsche, wie sie heißt, glaube ich, ja eine etwas kürzere Distanz zwar hat, aber sehr viel mehr Schaden macht. Und das müsste sich gegen diese Käfer hier ja eigentlich anbieten. Ja, genau, die macht man sehr, sehr schnell kaputt damit. Und ja, Rest der Übung ist eigentlich nur noch hier bis zum Ende kommen. Und natürlich, wie sollte es anders sein, alle Münzen mitnehmen. Denn das ist mir ja sehr, sehr wichtig. Habe ich, glaube ich, im letzten Part auch schon gesagt. Ich möchte hier schon alle Münzen haben, damit wir uns vielleicht auch alle Gegenstände in diesem Porky-Shop kaufen können. So, ich überspringe jetzt mal ein paar Sachen hier. Ich hoffe, das killt mich jetzt nicht. Ja, einmal habe ich jetzt Schaden kassiert, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus sonst. So, wir sind auf jeden Fall schon fast oben. Ah, ja, ja, ja. Ich könnte eigentlich theoretisch auch durch die durchchargen, durch die beiden Kollegen hier. Ich werde ihn aber trotzdem einfach mal besiegen. Dann füllt sich ja auch noch meine Superanzeige. Das ist ja mit Sicherheit auch ganz nützlich. Dann haben wir die nächste Münze. Jetzt muss ich eigentlich nur noch darauf achten, dass ich gleich die andere Münze auch bekomme, die auf dieser unteren Ebene ist. Na, wo kommt sie denn? Ich glaube, die kommt in den nächsten Abschnitt hier. Ja, da vorne ist die Münze auch schon. Jo, und die haben wir auch. Ich glaube, das waren alle Münzen. Also die Münzen haben wir alle zusammen. Jetzt müssen wir nur noch bis zum Ende des Levels gehen. Und da... Oh, ah! Okay. Hier haben wir eine Art... Ist das ein Bossgegner? Oh, da habe ich aber ganz gut reagiert, muss ich jetzt mal selber sagen. Das Problem ist, jetzt habe ich die Waffe genommen mit der kurzen Range. Und, ah doch, hat noch funktioniert. Okay, ich wollte mich gerade darüber aufregen, dass ich das gemacht habe. Denn ich hatte jetzt das Gefühl, der Kampf wird dadurch etwas schwieriger. Aber es sieht aus, als hätten wir es geschafft. Die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Ach so, muss man hier rüber? Ah, da muss man rüber chargen. Okay, und das war's schon. Also wir haben diese Stage hier erfolgreich bestanden. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, wir haben auch alle Münzen bekommen. Aber das sieht man jetzt auch nochmal bei den Ergebnissen. Also wir haben 2 Minuten 12 dafür gebraucht. Einen von 3 TP-Bonus, einen von 3 Parierboni und 5 von 5 Goldmünzen und Fertigkeitsstufe 2, also Note B- am Ende, was ja der deutschen 2- entspricht. Und ich würde sagen, das ist durchaus eine sehr, sehr, sehr vernünftige Score für diesen Level. Da unten rechts sehen wir, meine ich natürlich wieder, Sandy. Okay, und was passiert? Ah, auf der Karte kriegen wir jetzt eine neue kleine Treppe freigeschaltet. Wir können also jetzt hier runtergehen. Und jetzt muss ich mal nachdenken. Da vorne haben wir die Fische besiegt. Wo fehlt uns denn jetzt noch was? Ich guck mal einmal auf diese Liste hier. Einen Boss haben wir noch nicht besiegt anscheinend. Ansonsten war es das auch schon fast mit Welt 1, was ich ganz cool finde. Ach, da vorne ist noch einer. Okay. Und zwar haben wir hier Nella Nelke in der Episode Wilde Flora. Sandy ist auch wieder da, um uns zu begrüßen. Und dann schauen wir mal, was hier auf uns zukommt. Ich hoffe mal, es ist nicht ganz so verrückt. Ah, okay, da haben wir die Blume, die kenne ich schon. Von diversen Coverbildern. Jetzt hätte ich hier vielleicht mal die Range Gun nehmen sollen. Gucken wir mal, was passiert. Jetzt schießt sie so Samen von oben nach unten. Eine kleine Blume. Ich mache die mal sicherheitshalber kaputt.
Denn ich gehe mal ganz stark davon aus, dass diese kleinen Blumen hier mich vermutlich eher umbringen werden. Ich gehe davon allgemein aus, dass mich alles in dem Spiel eigentlich umbringt. Um da mal ganz ehrlich zu antworten, da links haben wir noch so eine kleine Pflanze. Okay. Aber sonst passiert hier ja gar nichts. Macht die nichts anderes, die Pflanze? Da haben wir so eine Art, was ist das, eine Aprikose? Orange? Auch noch irgendeine Pflanze auf jeden Fall. Ich habe jetzt einfach mal meinen Supermove benutzt. Aber, nö. Ich kann tatsächlich einfach hier stehen bleiben. Ah, Moment, jetzt hat sie aufgehört zu schießen. Und jetzt? Okay, jetzt kommen Wurzeln. Ah, Moment, ah! Okay. Da gehen diese, hey, diese Plattform anscheinend. Ich nutze einfach mal meinen Super jetzt. Die greift diese Plattform irgendwie an. Okay, da bin ich jetzt gestorben, leider. Schauen wir mal, wie weit wir gekommen sind. Oh, fast bis zum Ende sogar. Volle Pulle und totale Beherrschung. Ich gehe nochmal zurück auf die Karte. Vielleicht wechsle ich doch auf diese Fernkampfwaffe, also auf diese normale Pistole noch einmal zurück. Die könnte hier in dieser Stage durchaus etwas sinnvoller sein. Also, Waffe A, Waffe B, okay. Ach, wir können auch zwei Waffen ausrüsten. Okay, wenn wir zwei Waffen ausrüsten können, dann ist das ja noch leichter. Dann kann ich mir einfach eine aussuchen. Ach, das ist ja... Ah, Moment. Das könnte tatsächlich ziemlich, ziemlich nützlich sein bei den Bossfights, wenn man zwei Waffen ausrüsten kann. Denn ich habe ja gesehen, man kann noch mehr Waffen kaufen. Und dann kann man tatsächlich ja auf den Boss angepasste... Oh, was passiert jetzt? Okay, dann chargt sie so nach unten. Da kann man tatsächlich auf den Boss angepasste Waffen benutzen. Beziehungsweise Waffen, die sich für den Boss gut eignen und die miteinander kombinieren. Das macht es ja auf jeden Fall schon mal etwas einfacher. Hier haben wir wieder diese Samen. Die hatten wir ja gerade eben schon mal. Okay, da ist wieder so eine... Ich nenne sie jetzt mal Aprikose. Keine Ahnung, was es wirklich sein soll. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn... Ah, jetzt ist die ausgewachsen. Okay. Aber irgendwie so richtig schlimme Sachen passieren bei diesem Bosskampf hier gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall zumindest persönlich jetzt so das Gefühl, es ist nicht ganz so schwierig. Andererseits ist es auch die erste Welt. Also ich denke mal, so ganz harte Sachen werden sie hier wahrscheinlich auch nicht eingebaut haben. Was ich übrigens interessant finde, ist, dass sie sehr, sehr viele Kugeln nach oben schießt, aber nur sehr, sehr wenig davon tatsächlich hier ankommt. So, die Taktik kenne ich jetzt schon. Muss ich mir eigentlich nur noch aus Ausweichen konzentrieren. Hey, das war's schon. Wow, okay, das war richtig einfach sogar. Das wundert mich. Also da fand ich jetzt die Hilda und diese Frösche, die fand ich aber schwieriger jetzt als die Blume hier. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Reihenfolge man die ursprünglich spielen sollte. Naja, egal. 1,16 haben wir gebraucht, 1 von 3 TP-Bonus haben wir und Fertigkeitsstufe 2 macht zusammen eine Note 10-, mit der ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr zufrieden bin. Sandy sicher auch. Wenn ihr einen besseren Namen habt für die Sanduhr, gerne auch in die Kommentare schreiben. Also wir haben den Soul Contract von Nella Nelke eingestrichen, Nella Nelke Seelenvertrag erhalten, ihr seht's ja auch schon. Und was mir direkt auffällt, die Axt ist hier einen Schritt zur Seite gegangen. Mensch Leute, danke, dass ihr hier alles in Ordnung gebracht habt. Vielleicht kriege ich ja jetzt genug Knete für meine kaputte Klinge zusammen. Wo wir gerade davon sprechen, ich sollte wieder zurück an die Arbeit. Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Komme ich jetzt vielleicht... Ah, jetzt komme ich an die Münze ran. Schön, dann haben wir 8 Münzen schon. Ich gehe noch einmal zurück in diesen Laden hier und schau mal, was ich mir für die 8 Münzen jetzt alles kaufen kann. Also einmal zurück in Schwartes Laden. Vor allen Dingen, wenn wir aus Schwartes Laden wieder zurück sind, dann rede ich auch nochmal mit den anderen Charakteren. Vielleicht hat sich da auch noch was geändert. Hier haben wir Lupfer, Ex-Vernichtung, mittlere Reichweite, Kreisel, hohe Flächenwirkung, normaler Schaden, Rückwärtszielen für maximale Reichweite und Jäger, hohe Reichweite und wenig Schaden. Kein Zielen erforderlich. Kein Zielen erforderlich klingt gut. Also es werden wahrscheinlich so Auto-Zielprojektile sein. Und auch den Kreisel finde ich, der hört sich auch ganz nett an. Dann würde ich jetzt auch mal vorschlagen, um mal wieder
in meinen eigenen oder meine eigenen Gedanken mal wieder quasi laut auszusprechen, dass wir jetzt die Bosse einfach ausprobieren mit den normalen Waffen, also vielleicht hier mit diesem Pusterohr und der Kartätsche. Und wenn wir die einmal ausprobiert haben, dann passe ich meine Waffen einfach immer so ein bisschen den Boss an und nehme dann die Waffen, die ich dann eben für leichter halte. Also sprechen wir noch einmal hier mit dem Apfel. Der hat nichts Neues zu sagen. Wie sieht's mit der Münze da unten aus? Nee, die hat auch keine neuen Sprüche. Okay, dann können wir also einfach weiterlaufen, denn ich habe gesehen, da rechts war ein Würfel. Und da möchte ich natürlich gerne rein. Was haben wir da? Das Würfelhaus. Sehr kreativer Name für diese Stage hier. Sandy ist natürlich auch wieder da. Ach, da haben wir ja den King Dice, den König Würfel. Mit dem können wir auch sprechen. Na, war's das? Ihr Jungs habt den Schuldnern ja gehörig eingeheizt. Ihr könnt weiter zur nächsten Insel. Da wartet noch viel mehr Arbeit auf euch. Hört euch mal die coole Musik an, die gerade läuft. Sehr, sehr coole Melodie auf jeden Fall. Okay, und hier können wir zur Tintenfassinsel 2 gehen. Also diesen Würfel hier nach rechts hin verlassen. Und ich würde vorschlagen, das machen wir auch mal. Oh, okay. Und die Geschichte geht weiter. Wartet, Jungs, ein Glück, dass ich euch eingeholt habe. Vielleicht kenne ich einen Ausweg aus eurer Misere. Mein lieber Scholli, echt? Ihr macht euch. Bald könnt ihr es mit dem Friesenkönig Würfel aufnehmen. Vielleicht sogar mit dem Teufel. Oh, Mann, oh Mann, echt jetzt? Allerdings, aber ohne die Seelenverträge könnt ihr gegen den Teufel nichts ausrichten. Nur dann habt ihr eine Chance, diesen Fiesling zu besiegen. Tut das Richtige, wenn es soweit ist. Oh, das war's. Das war schon die Zwischensequenz. Naja, kleine aber fein. Ich mag auf jeden Fall die Charaktere sehr, sehr gerne. Ich finde, die sind nicht nur niedlich gezeichnet, sondern die haben ja auch einen sehr niedlichen Charakter bekommen. Und das hier ist dann wohl die Tintenfassinsel 2. Reden wir hier mal mit den Leuten erstmal. Gutes Timing, Leute. Ich habe eure Flugzeuge gerade ein bisschen aufgemotzt. Jetzt könnt ihr Bomben auf eure Gegner schmeißen. Wechselt dazu einfach die Waffe, wenn ihr Lust dazu habt. Probiert sie mal aus. Eure Flugzeuge sind jetzt mit Minibomben bestückt. Ihr könnt die Waffe jederzeit im Kampfmenü wechseln. Okay. Das dürfte die Mechanik sein, die ich mir so ein bisschen selber beigebracht habe. Also, wir können ja hier zwei Waffen benutzen. Das können wir jetzt mit den Flugzeugen auch. Was haben wir hier vorne? Wer von euch hatte je von einem Barbershop-Trio gehört? Wenn wir unser viertes Mitglied nicht finden, klingen wir nie wieder gut. Seid so lieb und gebt uns Bescheid, wenn ihr ihn seht, okay? Also die wollen wieder ein Barbershop-Quartett werden. Da vorne haben wir einen Brunnen. Was sagt der uns? In all euren Kämpfen und all meinen Reimen wurdet ihr 22 Mal zu Gebeinen. Okay, der erzählt uns also, wie oft wir gestorben sind. Okidoki. Und natürlich bin ich ein bisschen öfter gestorben, als das hier in dem Let's Play zu sehen ist. Ich habe ja gesagt, ich schneide ab und zu mal so ein bisschen. Und jetzt können wir uns hier diverse Stages raussuchen. Und zwar haben wir hier einmal Beppi der Clown in Karnevalkrawall. Das dürfte hier vorne die nächste sein. Jimmy der Große in Pyramidengefahr. Oder Baroness von Bonbon in Keckes Konfekt. Welches nehme ich denn jetzt davon? Oh, mal von links nach rechts. Wir machen von links nach rechts. Also wir spielen Baroness von Bonbon in Keckes Konfekt. Und Sandy begleitet uns natürlich wieder in diese Stage hinein und da schauen wir uns dann direkt mal um. Ich freue mich schon auf den Bosskampf. Die sind immer wunderschön designt natürlich. Und ich denke mal, das dürfte hier die Baroness sein wahrscheinlich. Da oben haben wir eine Plattform und da haben wir Candy Corn. Na, ich baller den jetzt einfach mal ab. Ich denke mal, das dürfte ja nicht die schlechteste Idee sein. Okay, geht der irgendwann drauf?
Also ich vermute mal, ich muss den ein paar Mal angreifen. Ah, okay, da ist er auch schon kaputt. Und? War's das? Ah, das sind die Phasen, okay. Was ist das? So ein Wunderball oder eine Wunderkugel? Erinnert mich so ein bisschen an Pac-Man. Okay, die verfolgt mich. Ah. Na komm. Okay, die war aber leicht zu besiegen. Da hatte ich jetzt nicht so Probleme mit. Die ist auf jeden Fall tot. Die Baroness ist natürlich wieder sauer. Und jetzt? Ein Kaugummi-Automat. Und da kommen Kugeln oben raus. Okay. Okay, da muss ich mich natürlich... Jetzt schießt die auch noch Sachen auf mich. Das ist ja fies. Okay, den habe ich aber besiegt. Der war jetzt auch nicht so schwierig. Und jetzt? Jetzt kämpft man gegen die Baroness selber. Ich habe ja meine Fernkampfwaffe glücklicherweise. Hey, Okay, ich mache mal meine Superattacke. Und dann, jetzt bin ich gestorben, okay. Ich sag's mal unverblümt, du hattest nie eine Chance. Gehen wir mal zurück zur Karte erstmal. Und jetzt muss ich mal überlegen. Also sie verfolgt uns am Ende. Und diese Gegner, die sich spawnt, die bewegen sich viel. Also, vielleicht war das die hier mit dem Verfolgen. Also vielleicht ist diese Waffe hier ganz klug. Ich nehme mal diese Jägerwaffe, damit ich nicht zielen muss. Ja, und ich bleibe bei der Kartätsche einfach, damit ich viel Schaden machen kann. Und damit probieren wir jetzt einfach direkt nochmal die Baroness hier vorne. Ich hoffe mal, dass das jetzt... Ja, genau so gut wie gerade läuft, denn wenn das so bleiben sollte, dann müssten wir die eigentlich besiegen können. Zumindest glaube ich nicht, dass wir da sonderlich viele Probleme haben müssten. So, was haben wir da? Okay. Das sieht aus wie so ein kleiner Cupcake. Es gibt also mehr Bosse hier noch, beziehungsweise mehr Zwischenbosse. Also diese Kugeln, diese Autozielkugeln, die sind auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich muss ja gar nichts machen. Die zielen komplett automatisch. Oh, da haben wir wieder das Candykorn. Das greife ich jetzt einfach mal hier mit meinem starken Angriff an. Also mit meiner Kartätsche meine ich natürlich. Oh, jetzt wurde ich leider getroffen gerade. Na, wann gehst du denn drauf, mein Freund? Das war's schon. Von unten kommen immer so kleine Jellybeans auf mich zugelaufen, sehe ich gerade. Und da haben wir wieder diesen Wunderball. Oh, der hat mich leider nochmal getroffen. Oh, jetzt bin ich nochmal gestorben an diesem blauen Kerl, der dem hinterherläuft. Ja, das probieren wir jetzt einfach nochmal. Da ist sie nochmal, die liebe Baroness. Und wir konzentrieren uns jetzt einfach mal. Da haben wir wieder hier diese Wunderkugel. Ja, wir konzentrieren uns jetzt einfach mal und ich benutze hier diesen Zielangriff. Der ist echt ziemlich cool. Also den mag ich ganz gerne. Vor allen Dingen ist der Kampf gegen diese Wunderkugel damit wirklich leicht zu bewältigen. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja, fluch du mal ruhig. Was haben wir hier? Waffel? Was machst du, Waffel? Die Waffel macht gar nichts. Doch, die explodiert, die Waffel. Okay. Ich baller einfach mal durchgehend. Hey, okay, da kann man aber ausweichen. Oh, das war aber knapp. Die hat mich fast erwischt, die Waffel. Na, was kommt jetzt? Kommt überhaupt noch was? Doch, da ist immer der Süßigkeitenautomat. Und ich werde hier einfach mal... Hey, was habe ich denn... Ach, man hat auch unterschiedliche Superpower hier. Bei diesen Waffen, okay. Also hier scheine ich so eine Art Schild zu bekommen, wenn ich meine Kraft einsetze oder meine Superkraft einsetze. Mein Ex-Move meine ich natürlich. Um das mal korrekt zu formulieren. So, und das war's doch auch schon, oder? Kommt hier noch was? Nee, jetzt verfolgt sie uns schon. Und da müsste ich jetzt drauf achten, wirklich eigentlich nur diesem Kopf auszuweichen. Ja, der bleibt immer so kurz stehen, der Kopf. Kann ich hier... Okay, da kann ich kontern sogar auf dieser Zuckerrolle, die da kommt. Na? Uiuiui, das ist aber knapp. Die wirft ihren Kopf auf jeden Fall öfter. Oh, jetzt wird's aber knapp gerade. Und das war's. Knockout. Okay. Ja, kein so schlimmer Kampf. Also die liebe Baroness, die haben wir hier auf jeden Fall locker bezwungen. Und da wir auf normal gespielt haben, haben wir natürlich auch den Seelenvertrag.
Wir haben den Kampf geschafft in 1,44, TP-Bonus 1,3, Parieren 1,3, Supermeter 3,6 und Fertigkeitsstufe 2 macht zusammen eine Note B-, auf die ich sehr, sehr stolz bin, also eine sehr gute Score. Und ich würde sagen, hier beende ich jetzt aber auch mal den Part zusammen mit diesem Soul-Contract, den wir jetzt bekommen. Na, die Meldung warten wir noch ab. Da haben wir ihn also, Baroness von Bonbon, Seelenvertrag erhalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. So oder so, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.